Kapitel 9. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens. Und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht sollten Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch einem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie die Menschen nicht töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege gerüstet sind, und auf ihrem Haupt ist's wie Kronen, dem Golde gleich, und ihr Antlitz gleich der Menschenantlitz, und hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen, und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen, und hatten Schwänze gleich den Skorpionen und Stacheln. Und in ihren Schwänzen war ihre Macht, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang, und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, des Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist dahin. Siehe, nach ihm kommen noch 2 Wehe. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die 4 Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den 3. Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Volkes war 4000 mal 1000. Ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich im Gesicht. Die Rosse und die darauf saßen, dass sie hatten feurige und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen 3 Plagen ward getötet der 3. Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern ging. Denn die Macht der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich, und hatten Häupter, und mit denselben taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten doch nicht Buße für die Werke ihrer Hände, daß sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen, noch hören, noch wandeln können, und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Unzucht und Dieberei.